Hallo und herzlich willkommen im BC Wohnzimmer. Wir haben ein brandneues Studio gebaut und zur ersten Ausgabe dieses neuen Formats. Chris, was haben wir vorbereitet? Was wird passieren? Wir haben heute hier zwei Gäste dabei von E13, die uns ein neues Produkt vorstellen. Außerdem werden wir einen Special Guest zuschalten und vielleicht gibt es sogar noch was zu gewinnen. Das klingt fett. Los geht's. Hi E13, Dennis, Basti, schön, dass ihr da seid. Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen? Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir da sein dürfen. Ich bin der Dennis von E13, hast du schon verraten. Im 13. Jahr jetzt kümmere ich mich hauptsächlich um Vertriebsthemen, Marketing, solche Sachen hier. Ich bin der Basti, bin im technischen Bereich tätig, technischer Support von Kunden bis World Cup-Fahrer und kümmere mich auch so ein bisschen ums Testen. Herzlich willkommen, ihr beiden. Bevor wir einsteigen, wir haben in diesem neuen Format, im neuen Studio, wir haben eine kleine Regel, die betrifft alle. Jeder bringt ein Gastgeschenk mit. Was habt ihr uns mitgebracht? Ach, das trifft er jetzt. Ich glaube, da war es dabei. Ja, hier, möchtest du? Ja, klar. Geschenke immer zu mir. Packe. Ah, die. Wer kennt sie nicht? Auf allen Messen und Events der berühmte E13-Sticker. Ich glaube, an jeder Werkzeugkiste in jedem Kinderzimmer kleben die Dinger, also zumindest bei uns zu Hause. Vielen Dank. Ich werde einfach es erstmal hier platzieren und dann schauen wir mal, wo es final landet. Dankeschön. Sehr gerne. Jo, vielen Dank. Ja, was habt ihr uns heute mitgebracht? Wir haben euch heute mitgebracht unsere neue Sidekick-Narbe. Die wird ja heute offiziell vorgestellt, deswegen sind wir hier. Die Besonderheit an der Sidekick-Narbe steckt schon ein bisschen im Namen, ist, dass sie sich mit dem Thema Pedalrückschlag, also Pedal Kickback, auseinandersetzt. Ja, direkt mal ins Detail reingesprungen. Wie entsteht denn Pedalrückschlag und was für Auswirkungen hat er? Pedalrückschlag entsteht immer, wenn der Hinterbau arbeitet. Dadurch, dass der Hinterbau sich quasi nach oben bewegt, drückt es dir jedes Mal die Kurbel quasi in den Fuß hinein, quasi durch den Kettenzug. Also als Flatpedalfahrer, man kennt es, wenn man irgendwie super schnell durch irgendwas durchballert, kann es schon mal sein, dass man die Füße vom Pedal verliert. Solche Effekte entstehen dann durch den Pedalrückschlag und konkret eure Narbe soll das verhindern. Absolut, so ist es. Also bei jeder kleinen Bewegung im Hinterbau bewegt sich die Kurbel nach oben und gibt dir einfach eine Vibration in den Fuß mit. Wenn das natürlich ein heftigerer Einschlag ist, kannst du ja auch mal dann den Fuß vom Pedal runterschlagen. Ja. Bevor wir jetzt in die Tiefen der Technik abtauchen, Chris, du bist die Narbe schon gefahren, du hattest die Möglichkeit, sie in den letzten Monaten oder Wochen zu testen. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber. Was ist es, was man spürt? Was ist es, was du gespürt hast? Also Pedalrückschlag, du hast es gerade schon erwähnt, ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Eine kleine Anekdote dazu. Ich habe immer mein Sprunggelenk gebrochen vor ein paar Jahren und habe immer mal wieder Stress damit, wenn mir halt einfach das Pedal reinhaut. Und das war super eindrucksvoll, direkt auf den ersten Metern mit der Narbe, auch dann im Back-to-Back-Test, wie sich das so verhalten hat, wie viel weniger Schläge ich in dieses Sprunggelenk bekommen habe und wie viel angenehmer das direkt zu fahren war. Man hat so dieses Chainless-Feeling, es fährt sich insgesamt sehr, sehr viel satter, das ganze Fahrrad, und muss nicht so viel darauf achten, die Füße am Pedal zu halten. Also für mich, das initiale Testing war super eindrucksvoll. Ich fand es wirklich krass, wie der direkte Vergleich zwischen der Sidekick jetzt und der normalen Narbe ausfällt, was sich da alles so tut. Ich glaube, um einfach mal auf dem Zuschauer so ein bisschen klar zu machen, wie viel Effekt das haben kann. Ich glaube, jeder kennt diesen Race Run von Aaron Gwynn. Ich glaube, es war ein Leo-Gang, wo er, glaube ich, ziemlich weit oben direkt am Start die Kette verloren hat und eigentlich nur durch Pushen und Drücken diese Downhill-Strecke runtergekommen ist und dann dieses Rennen auch gewonnen hat. Das zeigt halt einfach, wie groß der Effekt des Kettenzugs auch auf die Performance des Fahrwerks ist. Also einfach, um sich das mal klar zu machen. Und das Ganze war damals ein Versehen und E13 hat es jetzt geschafft, das Ganze in Serie reproduzierbar zu bauen. Das war auch für uns tatsächlich so ein wichtiger Moment. Das Thema existiert schon lange in den Köpfen von unseren Ingenieuren tatsächlich. Ich würde sagen 6-7 Jahre kommt es immer wieder mal auf, dass das erwähnt wurde. Und ja, wie gesagt. Wie es im Detail ausschaut, schauen wir uns jetzt gleich an, oder? Ja, Basti, du hast vorher erwähnt, dass du dieses Jahr viel im World Cup unterwegs warst.
Man hat ja schon so ein bisschen mitbekommen, dass die Teamfahrer von euch auf der neuen Narbe unterwegs sind. Da fährt jetzt keiner mehr Flat-Pedale. Was für einen Benefit hat denn das, wenn ich Klickpedale fahre? Naja, wenn dein Fuß fest mit dem Pedal verbunden ist, kann diese natürlich nicht vom Pedal geschüttelt werden. Die Energie muss trotzdem irgendwo hin. Geht dann im Endeffekt aufs Hinterrad, was Traktionsverlust bedeutet und dadurch auch natürlich langsamere Zeiten im Weltcup. Die Jungs und Mädels haben das dieses Jahr, glaube ich, ziemlich eindrucksvoll bewiesen mit einigen sehr schnellen Runs, dass das was bringt. Und das hören wir jetzt auch gleich nochmal von jemandem, der das aus erster Hand bestätigen kann. Hey Ronan, nice to have you here. Many thanks for your time. Thanks for having me. Hope you dried up well from Loudonville. Yeah, kind of. Just about. Nice. Hey, my name is Seb and we are sitting here talking about the Sidekick Hub and we just thought, hey, let's give him a call. Let's see let's ask you what was the most remarkable moment you had with the Sidekick Hub so far. I think there were a few, but what is it you like most? For a racer anyway, we're always trying to find the most consistent way and fastest way to really just get down a hill. And every bike is trying to eliminate that pedal kickback on the bike and just make the bike work the way it should. And yeah, basically with the Sidekick, it's just kind of that chainless feeling, but also not that delay in pedaling as well. Like you'd get with some other brand, like other devices, there'd be a big delay as you pedal. So it's kind of instant consistency and then also the perfect, chainless feel. I'd say the most moment really would be from Hardline Wales, because I was running the non-Sidekick Hub for the first bit of practice, as because we just had a delay in wheels from the team, and just I think it was we tried plan it after a Poland World Cup win when no one was able to plan anything, but yeah, and then hopped onto the Sidekick I think the day before qualies, and it made just like the complete difference of the bike was pretty insane, just from a hub, which is pretty cool just for that track. It's pretty gnarly and you don't want to be getting your back end kicked off going down a steep section. So yeah, I think that would be the most noticeable moment for me. And then also like you just get used to the feel, and then when you hop back on another bike or a normal bike without it, you definitely notice it for sure. It gives you more confidence for the tough stuff, so actually you don't want to miss it anymore. So without the Sidekick. Yeah, it's just super handy. Like it, and also the feel of like the consistency on it when you like want to get on the pedals, there's no like delay on it like kicking in, it's quite instant and you don't even notice it's there until you ride without it really, then you definitely notice it for sure. Sounds very promising. Ronan, thanks for taking the time and talking to us. Thanks. No worries, thank you very much, cheers. Was ich vorhin interessant fand, Chris, von dir ist, es geht ja nicht nur aufs Hinterrad, sondern du hast vorhin von einem Sprunggelenk gesprochen. Und das ist, glaube ich, das, was wirklich auch jeder kennt, auch ich sag mal so Hobbypiloten wie ich zum Beispiel, dass wenn man zum Beispiel im Rad steht und diese Schläge permanent in die Beine und die Oberschenkel bekommt, dass auch das ermüdet. Das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt. Ne? Wir haben es vorhin schon gesagt, wir kommen vom Racing, da ist die Idee geboren. Natürlich haben wir dann später auch festgestellt, wir müssen das testen. Ja, dann haben wir das im Trailbike, im Endurorad getestet. Und das natürlich auch dann intern breiter verfügbar gemacht. Und da ist uns dann aufgefallen, tatsächlich, was du sagst, neben dem Performance-Thema, die Hinterradfederung arbeitet konstanter, arbeitet vorhersehbarer. Einfach, was wichtig für die Profis ist, aber für Weekend-Warriors ist einfach auch das Thema Fatigue, Ermüdung tatsächlich ein wichtiges, dass du einfach wirklich wesentlich weniger Ermüdung in den Beinen halt spürst. Ich bin die Narbe, durfte sie auch schon einmal kurz in mein Fahrrad stecken, bevor sie wieder in kundige Hände kam. Ich habe sie in ein E-Bike gesteckt, was natürlich erstmal ein bisschen, ich sag mal, widersinnig ist, wenn wir darüber reden. Wir reden von World Cup, wir reden von Ermüdung, wir reden von Traktion. So, jetzt kommt der Hobbypilot und steckt diese Narbe in ein E-Bike, was ich total spannend fand, also mal abgesehen davon, dass man alles, was ihr beschrieben habt, gerade mit diesem Hinterbau, dass der besser arbeiten kann, dass der sich freier anfühlt, das war spürbar, ja. Was ich aber total spannend fand, ich fahre natürlich den Shimano-Motor bei mir in meinem E-Bike und jeder kennt dieses Geräusch, dieses Klappern, was man in diesen schnellen Schlägen hat.
was man auch nicht wegbekommt und ich es eigentlich auch nicht mehr registriert habe. Bis dahin, das hat mich auch nie gestört. Aber auf einmal war dieses Klappern weg. Das Rad war komplett leise, so leise wie noch nie. Und das war am Anfang total irritierend. Da hat man richtig gemerkt, wie groß diese Funktionalität dieses kleinen Bauteils eigentlich ist, dass du im Prinzip dadurch etwas andere Bauteile komplett entlastest. Und ich sag mal, die E-Bike-Motoren haben ja selber einen eigenen kleinen Freilauf. Wenn selbst der nicht mehr anspricht und es nicht mehr klappert, zeigt es ja auch, wie sensibel dieses System dann mittlerweile auch funktioniert. Ich glaube, es ist einfach an der Zeit, einfach mal ins Produkt reinzuschauen. Wir haben jetzt viel über den subjektiven Eindruck gesprochen, über die Performance und über das, was es beim Normalfahrer macht. Was macht es denn und wie funktioniert das Ganze, Basti? Ich glaube, da wärst du wahrscheinlich prädestiniert für, das zu erklären. Na, im Endeffekt hast du quasi die Sperrklinken mit einer Feder an den Freilaufkörper gedrückt. Das heißt, es sind im rollenden Zustand keine Sperrklinken im Eingriff. Wir haben ein kleines Bauteil verbaut, das wir Pusher nennen. Der Pusher drückt quasi dann, sobald Zug auf die Kette kommt, sich der Freilaufkörper nach vorne bewegt, die Sperrklinken nach außen, schafft so eine Kraftübertragung von den Sperrklinken auf den Ratchet. Das heißt im Prinzip, jetzt mal bildlich gesprochen, habt ihr eigentlich künstlich ein Freigrad in der Narbe geschaffen, dass im Prinzip in dem Moment, wo der Hinterbau arbeitet, dass er sich im Prinzip frei bewegen kann. Richtig, wir haben hier einen Freigang, der sich auch einstellen lässt. Das heißt, du kannst die Narbe mit unterschiedlichen Gradzahlen fahren. Wir haben hier die Short-, Mid- und Wide-Einstellung. Das ist einfach die Einstellung im Endeffekt, die der Pusher benötigt, um die Sperrklinke zu erreichen und dann auszufahren. Das Ganze ist getimed über eine Federklinke, die immer im Eingriff ist. Und dadurch finden die Sperrklinken auch jederzeit die richtige Eingriffsposition in den Ratchet. Wenn man sich das jetzt so anguckt, ist keine Raketenforschung, aber ich glaube, man muss ja auch erstmal auf diese Idee kommen und dann auch diese Idee dann ja auch jetzt gerade für euch in Serie zum Funktionieren zu bringen. So, wie lange arbeitet ihr an dieser Idee? Wie lange hat es gebraucht, bis ihr quasi von so der Grundidee zu diesem sehr fein und wertig gearbeitetem Ergebnis gekommen seid? Ja, also tatsächlich jetzt schon insgesamt, wie gesagt, das Thema bei uns seit 7 Jahren wird so beackert. Seit 2,5 Jahren sind wir tatsächlich an der, ursprünglich hieß es immer Silent Hub, an der Sidekick-Narbe quasi dran. Ganz wichtig ist tatsächlich, der Basti hat es gerade eben schon gezeigt, ist hier dieser Pusher. Wir waren mit der Narbe schon echt sehr zufrieden. Letztes Jahr sind schon einige Athleten im World Cup damit unterwegs gewesen. Wir hatten nur vorher ein etwas anderes System im Einsatz. Es fehlt noch so der Ticken, dass es sich einfach crisp anfühlt. Und da kommt eben der Time Pusher zum Einsatz, der einfach super wichtig ist dafür, dass sich das Engagement von den Sperrklinken immer klar definiert ist und dass nicht mal die Sperrklinke über den Zahnring drüber rutscht. Also das ist tatsächlich das größte Ding. Damit haben wir es jetzt echt zur Serienreife geschafft, aber 2,5 Jahre intensivere Entwicklung. Jetzt haben wir heute Launch. Was bedeutet das für unsere Zuschauer, für den Endkunden? Ab heute sind die Dinger verfügbar. In welchen Ausführungen kann ich die Sidekick-Narbe jetzt bekommen? Das ist richtig. Ab heute sind auch verfügbar. Ne? Wir haben uns dazu entschieden, die Narbe in allen Konfigurationen anzubieten. Die einzige Limitation, die du hast, ist eine reine J-Band-Narbe und eine 6-Loch-Scheibenaufnahme. Sonst gibt es alles 148x12, 157x12 Super Boost, 157x12 Downhill-spezifisch. Haben wir auch noch eine Narbe mit einer integrierten Kassette drin, aber auch mit einem Mini-HG-Freilauf für 7-Fach-Kassetten. Und dann natürlich mit XD-Freilauf, mit Micros Player HG-Freilauf. Du wirst gleich fragen, was sie kostet, oder? Vielleicht frage ich jetzt, was sie kostet. Die Narbe wird 499 Euro UVP kosten. Und natürlich gibt es dann auch eine passende Vorderradnarbe dazu. Die liegt bei 169 Euro. Wie soll ich das jetzt sagen? Die kann nichts Besonderes, außer besonders schick zu sein. Laufräder gibt es auch natürlich. Für den Trail All Mountain Einsatz die Sylvan-Kategorie. Gibt es also Race Alloy mit Aluminiumfelge und Race Carbon. Und für die Gravity-Piloten Enduro Downhill gibt es dann nochmal die neue Grappler Flux Laufradlinie, auch in Alu und Carbon. Preislich liegen wir bei 1029 Euro für einen Alu-Laufradsatz und 1998 für einen Carbon-Laufradsatz. Du hast gesagt, die Flux-Felge ist auch neu. Was hat sich da, also das Ganze als System entwickelt, gedacht? Ja, also ich glaube, da Basti jetzt vorhin schon gesagt, der ist im World Cup unterwegs, war jetzt bis auf Lodenwil auf jedem World Cup und hat
die Athleten dort betreut. Ich glaube, der kann am besten was zur Schlitzfelge erzählen. Naja, die Jungs im World Cup wollten mehr weichere, flexiblere Felgen haben, um einfach im hohen Tempo den Untergrund besser ausgleichen zu können. Deswegen haben wir die Flux-Felge entwickelt, um mehr Compliance zu schaffen. Und was auch noch sehr cool ist, durch die Flexibilität der Carbon-Felge kannst du quasi Energie aus der Kompression in Vorwärtsenergie umwandeln. Das heißt, du beschleunigst nochmal aus der Kompression besser raus. Du lädst quasi den Felgenring einmal auf und dann mit dem Überrollen des Hindernisses ist wie eine Feder quasi und die Energie wird wieder raus in Vortrieb. Genau, richtig. Ja, cool, spannend. Also super, super Konzept im Ganzen. Alles auf Traktion optimiert und weniger Ermüdung in Summe. Wir kommen, glaube ich, langsam auch zum Ende unserer kleinen Sendung. Ihr seid nicht mit leeren Händen gekommen, habe ich gehört. Ihr habt uns was mitgebracht. Etwas, was wir unseren Zuschauern schenken dürfen. Ach, jetzt? Also ich denke, was will er denn jetzt? Mehr Brand Pieces. Hier ist das gute Stück. Soll ich das machen? Ja, klar. Das ist euer Geschenk. Ein Geschenk an euch. Wir haben uns dazu entschieden, zur Feier des Tages einen Komplettlaufradsatz zu verlosen, inklusive dieser wunderschönen Laufradtasche, limitierte Laufradtasche tatsächlich. Groß genug für 29 Zoll Laufräder mit aufgepumpten Reifen. Hier sieht man jetzt auch mal das finale Produkt, wie es ausschaut. Das ist hier jetzt tatsächlich das Sylvan All Mountain Laufradsatz, exemplarisch als Hinterrad und als Vorderrad hätten wir eben das Enduro-Äquivalent, den Grappler. Der glückliche Gewinner darf sich aussuchen, was er haben möchte. Sylvan, Grappler, 650B, 29, you name it. Wenn ihr diesen Laufradsatz gewinnen möchtet, geht auf unseren Instagram-Kanal. Da findet ihr alle Bedingungen, um an der Verlosung teilzunehmen. Viel Glück. Dennis, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Wir haben eine Vergangenheit. E13 kenne ich auch schon ein paar Jahre. Ich glaube, eines der ersten Produkte von E13 war auch eine Narbe. Die Chub-Narbe war, glaube ich, damals das Besondere, dass ihr die hohen Flansche hattet, um die Speichenlängen zu verkürzen. Ihr habt immer wieder, also in der ganzen Firmengeschichte immer wieder Innovationen gebracht. Jetzt die Sidekick, so rückblickend für euch als Brand, als Firma, ist das das beste und größte Produkt, was ihr je entwickelt habt? Schon, würde ich auf jeden Fall sagen. Das größte, was wir bisher gemacht haben. Wenn wir jetzt aber mal in die Geschichte des Fahrrads, des Bikes, des Mountainbikes zurückschauen, es gab immer so Evolutionsstufen, die irgendwie alles geändert haben. Die Scheibenbremse, dann irgendwann sind die Elastomere rausgeflogen, dann gab es irgendwann die Dropper Post. So, wo würdest du die Sidekick in der Fahrradhistorie einordnen? Es ist witzig, dass du die Dropper Post jetzt auch erwähnst. Das ist tatsächlich jetzt über unsere Gespräche über die letzten Monate immer wieder gefallen. Oh, that's the next Dropper Post, das ist die nächste absenkbare Sattelstütze. Wäre super schön, also würde ich mich freuen. Ich sehe es auch tatsächlich, weil es halt auch wirklich für jeden Fahrer auf einem vollgefederten Mountainbike geeignet ist. Wir haben allerdings was zu erklären. Bei einer Dropper Post ist ziemlich klar, für was sie da ist. Ich will meinen Sattel aus dem Weg haben. Pedalrückschlag haben jetzt vielleicht noch nicht so viele auf dem Schirm. Ich glaube, wie gesagt, wir sind sie schon gefahren. Ich glaube, das ist ein beeindruckendes Erlebnis und ich glaube, das Wort wird schnell die Runde machen. Von daher, ja, Glückwunsch zu diesem absolut fantastischen Produkt. Ich freue mich selber, sie mal regelmäßig mit dem Rad zu fahren. Bislang durfte ich mir nur ein Hinterrad leihen. Vielleicht habe ich ja irgendwann ein eigenes und dann, ja. Ich glaube, das kriegen wir schon hin. Ich freue mich. Chris hat uns schon das Abschlussbier gebracht. Einmal natürlich möchte ich mich auch bei euch bedanken, dass wir die Gelegenheit hatten, die Narbe schon mal vorab auszuprobieren. Macht immer Spaß, sowas vorher zu testen und ich bin da voll beim Sepp. Also Hammerprodukt, habt ihr echt cool hinbekommen. Darauf kann man einmal noch anstoßen. Danke dir. Dankeschön. Ordentliche Performance. Dann ohne größere Verletzung. Lass es schmecken. Schmeckt schon wieder. Schon schlimmer, was es gibt.